Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Wir sind nicht allein. Abonnieren Sie den Kanal, aktivieren Sie die Glocke und verpassen Sie keine neuen Videos über Erich von Däniken, die Paläoceti, Präastronautik, Mysterien und ungelöste Rätsel der Geschichte. Folgen Sie mir auf Facebook und Instagram. Denn wir sind nicht allein. Es wird behauptet, die große Pyramide bestehe aus rund 2,4 Millionen Steinblöcken und diese 2,4 Millionen seien in 20 Jahren zusammengebastelt worden. Teilen Sie 2,4 durch 20, Sie haben dann 120.000 Blöcke pro Jahr. Nehmen Sie ein Jahr von 300 Arbeitstagen, das ergäbe 400 Blöcke pro Tag und schließlich ein Arbeitstag, ein langer, mühseliger Arbeitstag von 13 Stunden. Sie hätten immer noch alle zwei Minuten, einen Stein transportieren, schleifen und an Ort setzen müssen. Nun wird ja gesagt, diese Steine seien auf einer schrägen Rampe transportiert worden. Die schräge Rampe hätte am Ende 1,5 Kilometer lang sein müssen bei der Höhe der Pyramide und hätte noch dreimal so viel Material verschlungen wie der Pyramidenbau selbst. Ich habe guten Grund zur Annahme, dies vorwiegend aus Mythologien, dass die alten Ägypter ein Wissen besaßen, eine Technik verwendeten, die wieder verloren ging. Dieses Wissen und diese Technik ist meiner Meinung nach außerirdisch.